Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video stellen wir euch spielerisch das Spiel Ghosts aus dem Hause Amigo vor. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Ghosts. Wir zeigen euch auch mal wieder ein Spiel, spielerisch als Gameplay mit der Alina und mit dem Elias. Das Spiel ist ab 8 Jahre ein Geisterspiel, 2 bis 6 Personen aus dem Hause Amigo. Und am Anfang beginnt jeder mit 3 Minuspunkten. Ihr seht es dann auch. Nein, die Jüngste beginnt. Und das ist die Alina. Und wir haben verschiedene Geisterkarten. Und jetzt heißt es, Alina hat einen gelben Geist ausgespielt. Der hat eine Stufe von 1. So, und man zieht auch immer nach. Das vergisst man gerne. Also immer, wenn er Karte ausgespielt hat. 1. Warum 1, Elias? Weil es die gleiche Farbe ist. 1. Und jetzt geht es wieder gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, die Alina ist dran und momentan haben die Geister eine Stärke von 1. Und wieder nachziehen. Wieder die gleiche Farbe. Alina, 1. Was macht ihr denn? Ich will auch mal drankommen. Kann ich. Okay, eine Nebelkarte. Nebelkarten sind lila, da steht kein Wert drauf. Die werden drunter geschoben. Und 3. Weil ich eine andere Farbe ausgespielt habe. 3. 6. Oh, 6. Grün. Muss nicht. Oh, Nebelkarte 6. Das ist jetzt 5. Okay. 6. Ja. Und wieder gegen den Uhrzeigersinn. Die Alina ist dran. Nein, gegen den Uhrzeigersinn. Mit dem Uhrzeigersinn. Also wieder in die andere Richtung. Die Alina kriegt alle Karten und kriegt einen Furchtchip. Und wichtig, lass die Chips auch richtig rumliegen. Das sind nämlich 1er und 3er Chips. Man beginnt nämlich mit einem 3er. Jetzt hat die Alina 4. Sie darf anfangen. Ich muss mal schauen. Ich habe ja 5 Karten auf der Hand. Wir spielen so lange, bis alle Karten weg sind. Vom Nachziehstapel, keine mehr Karten auf der Hand hat. Und wer dann keine Karten vor sich liegen hat, der darf 3 Furchtchips dann zurückgeben. So, die Alina hat angefangen. Sie macht nochmal neu. Aber mit Nebel fängt sie bestimmt nicht an. Wäre eine Möglichkeit, aber man will natürlich mit Geister spielen. Oh. 1 Furcht. Was man schlecht erkennt, sind die schwarzen und weißen Karten der Geister. Die sind ähnlich. 3. Jetzt haben wir genau so ein Beispiel. Elias, ich zeig's kurz in die Kamera. Das finde ich nicht so gut, weil die Karten sind ähnlich. Nur vom Symbol unterscheiden sie sich. 3. Nein, ich. 4. Und wieder eine Karte nachziehen. Ich möchte keine Karten vor mir liegen haben. Dann bekomme ich nämlich 3 Furchtchips los. Ihr spielt das Ganze über 3 Runden. Echt? 5. Hä? 5. Du bist dran, Alina. 5. 5. Ja, drück ihm eine rein. 5. 5. 5. 5. Nach Karte nach 10. 5. Ich möchte auch mal wieder dran. Alina, du bist... 6. Endlich. 6. Moment, ich bin dran, oder? Ja. Ach so, okay. Schade. Du kannst nicht. Ja. Bitte ein 3er. Nein, ein 1er. Nein, so. Ein 3er. Ja, von wegen. Hast du genug Karten? Ja, natürlich so. Na, warte, der Elias muss jetzt. Wenn der keine Karten vor sich liegen hat, am Ende der Runde kriegt er nämlich die 3 Furchtchips los. So, 3. Wieder nicht nachgezogen. Alina ist dran. 3. Alina ist dran. 3. 4. Ach so, 5, 6. Ups. Komm, nimm's. Ich mach's. Ja, ja, Hauptsache der Papa kriegt Minuschips. Ja, von wegen. Ja. So. Hast du noch genug? 3. Na, warte. Bin ich? Ja. Ja, ja, ja. Der kommt mir 3. Mit dem Mann nachziehen. 5. Elias ist dran. Oh mein Gott. 6. 6. Und jetzt kommt die Alina dran. Oh mein Gott, 6. Ja, jetzt geht's zwischen euch ab. Ja, komm, machen wir mal Nebel. Verdammt. Ups. 6. Hab vergessen, nachzuziehen. Oh, jetzt geht's zwischen Elias und mir. 6. Der Elias ist wieder dran. Och, Nebel. Alina ist dran und 6 ist gefallen.
Oh, ich hoffe, ihr kommt jetzt auch mit, dass wir euch das spielerisch zeigen, dass es soweit klar ist. Alina kann nicht, deswegen nimmt sie sich quasi die Karten und bekommt einen Furchtchip. Und wieder schauen, Alina, hast du 5 Karten? Schön gedreht lassen. Amigo hat sich schon dabei was gedacht, die 1 und die 3 so zu drehen von der Seite. Und die Alina ist dran. Der Elias hat da immer noch keine Karten, oder? Da fange ich ja gerade mal mit dem Hut an. 1. 1. Wir müssen Elias noch eine reinkriegen. 4. 5. Komm, Alina. Wir müssen Elias unbedingt eine reindrücken. Oder Nebel. 3 Durchgänge spielt ihr. Das heißt, oder 3-mal. Versprochen. Kann nicht. Genau, jetzt darf man drehen. Alina, hast du genug Karten? 5 Karten. Alina darf anfangen. Und 3 Durchgänge. Das heißt, 3-mal den Stapel durchspielen. 4 Karten. Ich hätte und dann wird geguckt, wer die wenigsten Furchtchips vor sich liegen hat. Hat jemand Frau gelb? Gelb 2. Elias ist dran. Cool, Baby. 5. 6. Alina. 6. Oh, verdammt. 6. Ups. Jetzt war mir keine Karten nachgezogen, oder was? 6. Nein. Ich glaube, das musst du nehmen, Papa. Ich glaube, wir machen einen Schnitt. Nein! Die Zuschauer haben alles gesehen. Weiterspielen! Jetzt haben wir Gleichstand. Ja. Papa, doch toll. Anfangen. 3, 6, 9, 12, 13, 14 Minuspunkte. Nicht so viel. Nicht viel zu berechnen. 6. Alina, wie viel? Aber der Elias hat damit das Spiel gewonnen. Sehr glücksbetont. Wie viel hast du? Lass mich mal rechnen. Ich komm nicht der Alina will rechnen. In Ruhe will sie rechnen. Ja. Vierzehn. Der Elias hat das Spiel gewonnen. Mit 6. Und was meint ihr zum Spiel? Ich finde es sehr glücksbetont. Was sagt Glück, ihr dazu? Man kann nicht viel vorausrechnen. Man weiß nicht, was man zieht. Das ist ein... Aber es ist ein tolles Kartenspiel. Ein witziges Kartenspiel. Alina, wie ist deine Meinung dazu? Die gleiche, wie du hattest. Auch, okay. Kleiner Hinweis, man kann es ab 2 Personen spielen. Wir haben zu dritt gespielt, Tendenz eher sogar mit noch mehr Personen. Da ist es einfach besser. Wow. Es ist für 2 bis 6 Personen. Ghost heißt das Spiel. Wie gesagt, Empfehlung eher ab 3 bzw. sogar noch mehr Personen. Schnelles Spiel erinnert so ein bisschen auch so an Lobo beispielsweise. Lobo 77, also vom System her. Das Kartenprinzip kennt man aus vergleichbaren Spielen. Ist auf jeden Fall schnell gespielt. Ghost heißt das Spiel aus dem Hause Amigo. Ab 8 Jahre, 2 bis 6 Personen. Und wenn ihr es euch holen wollt, dann gerne beispielsweise über die unten genannten Links. Ich sag euch danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.